Hoffmann unter das letzte Video so einen schönen Kommentar geschrieben hat, habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus und nehme euch einfach mal mit in meine kleine Versuchsreihe. In der Pfeife brennt der Cappuccino von DTM. Dieser Tabak war in dem Paket, was ich von der lieben Sibylle heute bekommen habe. Das macht mich immer noch ein bisschen sprachlos, weil das ist einfach nur gigantisch, was in diesem Paket drin ist. Nur so ein kleiner Auszug daraus. Oder der Halberg oder der Elwood Nummer 1, der Golden Ambrosia von McBaren. Der Peter Rasmussen Blue Label sagt mir noch gar nichts, aber die Dose, also wenn man an dem Tabak riecht, riecht schon betörend. Ich werde den auf jeden Fall mal Probe rauchen und werde ihn dann definitiv mal vorstellen, weil ich kann mir gut vorstellen vom Geruch her, dass das für einen Aromatenfan das ideale Kraut ist für einen All Day Smoke. Und was noch in diesem Paket war, da hat mich echt der Schlag getroffen, war diese Schönheit hier. Sibylle, ich werde mich auf jeden Fall bei dir revanchieren. Ich lasse mir auch was einfallen. Den Mehlkontakt, den wir hatten, war ja schon gigantisch und sei gewiss, da kommt definitiv noch was. Ich habe das Video genannt, wenn der Postbote zweimal klingelt. Ich habe einen Umschlag gekriegt von unserem lieben Helmut. Wir hatten an unserem letzten Stammtisch mal darüber gesprochen, dass ich eine kleine Idee habe. Und er hat gesagt, er möchte mich bei dieser kleinen Idee unterstützen. Und ich nehme euch bei der Idee auf einem der nächsten Videos auf jeden Fall mal mit. Seid gespannt, was da kommt. Ich habe jetzt genug zum Testen. Das Material für die nächsten Videos wird mir definitiv nicht ausgehen. Bis dann. 1, 2, 3. Nein, nein, falsch. 1, 2, 3. Falsch, ganz falsch. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Ach, wie hältst du das bloß aus jede Nacht? Ich brauche das Risiko. Toll, aber ich brauche meinen Schlaf. Und ich brauche das Geld. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Hallo, was ist denn hier los? Hier los. So, so. Ihr Name? Sprechen Sie deutlich, Mann. Deutlich. Können wir Ihnen mit irgendwas eine kleine Freude machen? Genau. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Sie sind der schnellste Rennfahrer der Welt. Jawohl, ja. Da braucht man einen schnellen Wagen, was? Nö. Was dann? Fantastisch! Und sonst braucht man nichts? Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville.
Ach, wenn ich nur ein riesig kleines Minus verdiene. Ja! Oder wenn ich sage, nein, und das kann man noch nicht, sondern ich frage mich. Ja! Verstehst du, was ich meine? Ja! Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Ah, ich fühle, es ist soweit. Mein verblichener Gatte schwebt im Raum. Ah, Heinz-Uwe, hörst du mich? Was hast du mir zu sagen? Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Sie sind der erfolgreichste Liebhaber von Wanne Eickel. So ist es. Wie muss man, was braucht man, um, Erstens natürlich einen stark ausgeprägten... Aha, und zweitens? Zweitens ein sehr, sehr langes... Also gewissermaßen... Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Wissen Sie, was Sie brauchen? Was ist los? Wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen nur lauter zu sprechen. Drei Dinge. Wie bitte? Ich meinte, drei Dinge. Drei was? Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Wissen Sie, Männer brauchen... Aber Hunde müssen... Ich sagte, Männer brauchen drei... Aber drei Dinge muss der Hund... Nein, nein, drei Hunde braucht er... Drei Männer braucht das Ding. Quatsch. Aha. Ich meinte, drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Wissen Sie, was wir brauchen? Jawohl. Na, was denn? Weiß ich nicht. Drei Dinge. Klar. Welche denn? Weiß ich nicht. Ich denke, Sie wissen es. Wer? Ich? Ja, Sie. Ach so, ich. Klar. Also, was braucht der Mann? Weiß ich doch nicht. Drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanville. Der Rauchvorgang ist nun beendet. Der Filter ist wieder hängen geblieben. Ich glaube eher, dass dieses Teflonstück hier vorne einfach zu schmal ist. Hat jemand einen Tipp, wie man das jetzt weiterkriegt? Weil mit dem Bohrer kann ich nicht mehr viel erweitern. Ich glaube, ich brauche da ein neues Teflonstück. Also wenn jemand einen guten Tipp für mich hat, wäre ich ihm sehr dankbar. Und sonst muss ich mal gucken, vielleicht einer der bekannten Pfeifenmacher, ob er mir nicht vielleicht ein neues Mundstück anfertigen kann. Okay. Jo. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.